Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2. Und ich bin back bei meinen Homies, einmal Eris, dem Vagabunden und die fremde Exo. Wollt ihr noch was sagen? Du musst verstehen, Hüter. Diese Macht ist kein Geschenk eines wohlwollenden Aufsehers. Sie ist ein Werkzeug, gestohlen von einem Feind. Eins, das allzu sehr zum Missbrauch verführt. Ich weiß das. Bevor die Fremde kam und ihre Hilfe anbot, verzweifelte ich an meiner Verwicklung mit der Dunkelheit. Ein schrecklicher Gedanke, wie leicht ich den Weg zur Zerstörung hätte einschlagen können. Wie es jeder könnte. Ausgeglichenheit ist die beste Verteidigung, Hüter. Lass dich nicht von Furcht oder Wut leiten. Ja, lass ihn nicht stoben, der im Hintergrund noch läuft. Wie plötzlich der auch kam. Gut, Vagabund. Sobald sich das mit der Stasis rumgesprochen hat, ist der Teufel los. Man kann einem Lichtträger kein neues Spielzeug zeigen und ihm dann verbieten, damit zu spielen. Du unterschätzt Zavala und Ikora. Wenn sie sehen, was wir gesehen haben, werden sie das Richtige tun. Vielleicht, Mondstaub. Vielleicht. Vielleicht. Aber warum sieht deine Maske richtig komisch aus, wenn du sprichst? Naja, Fremde. Eramis Anwesenheit auf Europa ist kein Zufall. Die Versuchung setzte das Rad in Gang, doch die Besessenheit trieb sie hierher. Um das Licht mit einer Armee der Dunkelheit zu zerstören. Sie und ihre Anhänger handeln selbstsüchtig und spontan. Dunkelheit bestärkt unsere Sehnsüchte. So erging es mir und denen, die mir lieb waren. Das hatte ich vergessen. Die Menschen setzen auf unseren selbstlosen Einsatz für eine bessere Welt. Die Dunkelheit ist für uns nur ein Werkzeug. Mit den Splittern der Dunkelheit bleibt Eramis weiterhin eine unmittelbare Gefahr für die Menschheit. Fokussiere deine Macht. Lass sie wachsen. Die Ziggurat erwartet dich. Die fremde Exo ist begeistert. Du hast die Macht der Stasis nicht nur empfangen, sondern sie auch erfolgreich eingesetzt, um Phylax zu besiegen und ihren Splitter der Dunkelheit zu erlangen. Arbeite weiter mit Varix zusammen, um das nächste Mitglied von Eramis dunklem Rat aufzuspüren. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Hast du dessen Splitter erst in deinem Besitz gebracht? Kann die fremde Exo ihn nutzen, um deinen eigenen Splitter zu verbessern, so dass du deinen Können im Umgang der Stasis weiter ausbauen kannst. Aber werde nicht übermütig. Es ist noch ein langer Weg, bis du jetzt so weit sein wirst, es mit Eramis aufzunehmen. Nachdem du die Stasis nun empfangen hast, musst du lernen, den Verschwungen der Dunkelheit zu widerstehen und sie ausschließlich zum Wohle der Menschheit einzusetzen. So gibt sie dir deinen Splitter zurück, der nun mit dem von Phylax infundiert ist. Damit bist du bereit für die nächste Stufe der Stasis. Stimme deinen verbesserten Splitter der Dunkelheit in der Ziggurat in Jenseits ein. Kurz mal husten. Ja. Gut, wer hat mir jetzt hier geschrieben? So, einmal zur Ziggurat zurück. Gut. Können wir jetzt das nächste Dings hier wegmachen? Einstimmen. Kommuniziere mit einer Krux der Dunkelheit. Ach so, jetzt soll ich wieder so eine Krux der Dunkelheit. Diese Macht. Stasis. Ich mache mir Sorgen, dass sie einen größeren Tribut von dir fordert, als du glaubst. Ich kann dich mit dem Licht wiederbeleben. Aber das kann ich vielleicht nicht, wenn dich diese Macht verzehrt. Kann der Geist nicht mal chillen? Mal ehrlich. Ich will doch nur ein bisschen Dunkelheit haben. Weißt du, Dunkelheit ist auch mal cool. Wir ertragen im Leben viel zu viel Licht. Ja. Okay, dann ab zu Praetek.
Exo-Wissenschaftszentralstation, keine Ahnung. Ich empfange eine weitere Übertragung von Eramis. An meine Elixni-Schwestern und Brüder da draußen unter den Sternen und hier zu Hause auf Europa. Wir haben heute einen großen Verlust erlitten. Unsere geliebte Kriegerin Phylax wurde von den Lakaien der einst großen Maschine umgebracht. Nach wie vor versuchen sie eifrig, uns auszulöschen. Vergesst nicht, das Licht brennt nur eine gewisse Zeit. Aber die Dunkelheit ist ewig. Ja, irgendwie stimmt das, aber dunkel ist es auch nicht jedes Mal. So. Ich nehme mal wieder ein bisschen Darkness. Zack, zack, zack. Stasis Power. Let's go. Oh yeah. Na, was wollt ihr? Ja. Jetzt habt ihr gar keine Chance mehr. Muhahaha. Zack. Ice Power. Bam, bam. Fühle ich mir ein bisschen wie Aokiji aus One Piece. Ice Ages. Yeah. Das macht so viel Spaß. Es ist immer noch das Spaßige, diese Ultis. Und generell, diese Fähigkeiten sind immer das Besonderste an Destiny 2. Ich glaube, würde Destiny 2 diese Fähigkeiten nicht haben, dann würde es einfach so ein Standard-Shooter sein. Ja, aber es macht halt das Spiel nicht so besonders. Und mit sowas ist es wieder was ganz Neues. Ey, geh mal weg hier. Na, super Power. Oh, ich will meinen Eisstab raus. Wie bei Frozen. Oder wie bei Hüter des Lichts. Lol, wie gut das passt. Es gibt ja diesen Film Hüter des Lichts. Da gibt es ja den Osterhasen. Dann gibt es die Zahnfee. Dann gibt es da noch die... den Sandmann, den Weihnachtsmann und halt, wer war der letzte? Den habe ich halt wieder vergessen. Das war der der Protagonist, nicht der Antagonist. Der Antagonist war der Schwarze, der immer das Böse, die Albträume so herbeiruft. Nee, ich habe den anderen wieder vergessen. Den Protagonist habe ich wieder vergessen. So, da beenden wir wieder die Krux. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie der letzte hieß. Der mit den weißen Haaren. Sprich mit Varex. Ich bin hier, um für das Licht zu kämpfen. Genau wie du. Wenn wir es so angehen werden, stehe ich dir zur Seite. Doch wir spielen mit einer Macht, die keiner von uns versteht. Und ich kann sie nicht kontrollieren. Falls dir irgendetwas zustößt, kann ich dir vielleicht nicht helfen. Aber ich werde tun, was ich kann. Chill, du wirst merken. Das wird richtig Spaß machen. Können wir hier eigentlich weiter erkunden? Weil letztes Mal konnten wir hier eine Truhe öffnen. Vielleicht können wir das hier auch. Sollen wir einfach mal hier die Gänge langlaufen? Sieht voll geil aus. Können wir das hier öffnen? Ah ja, tatsächlich, entsiegeln. Da bin ich ja den richtigen Weg gegangen. Ein ruhiger Moment. Naja, ob das so ruhig ist. Übrigens, ich habe hier gerade die erste Stasis-Waffe. Ich glaube, wir hatten die davor noch nicht im Let's Play. Also glaube ich zumindest. Mich gerne korrigieren. So, hier geht's weiter. Stimmt, das erinnert mich an Saison der Safari.
Habe ich das gerade richtig ausgesprochen? Naja, egal. Da sind wir auch diesen Gang lang gelaufen. Da habe ich noch auf Nvidia Dingens gespielt. Diesen Streaming-Service. Ich weiß noch, früher habe ich Destiny 2 noch auf Stadia gespielt, weil mein PC so scheiße war. Aber Nvidia ist, also jetzt habe ich Nvidia gesagt. Aber Stadia war so ein Flop, Alter. Ich weiß noch. Jeder hat da Product Placement gemacht, aber es hat so gar nichts gebracht. Das Marketing war Schrott. Genauso wie, ja, das Produkt selber war Schrott. Genauso wie das Abo-Modell. Ich meine, wenn du gezahlt hast für Premium, hast du zwar ein paar Spiele kostenlos bekommen, aber das war's. Eigentlich, guck mal, bei Xbox Game Pass kriegst du 100 Spiele gratis oder im Angebot und da kriegst du halt wirklich nur 5, 4 Spiele bei Stadia. Das ist halt echt Schrott. Das war echt Schrott. Und da fand ich halt Nvidia Dingens, Nvidia Shield oder wie das heißt. Ey, Nvidia immer mit ihren Namen, ist echt. Nvidia Broadcast, Nvidia Shield, Nvidia Filter, was weiß ich, Alter. Nvidia DSSL. Ich glaube, das habe ich auch schon wieder falsch ausgesprochen. Aber echt immer dieser Name. Macht einen verrückt. Hoffentlich bringt das jetzt hier was, diesen Gang lang zu laufen. Wir werden mal sehen. Auf jeden Fall können wir hier noch durch. Ist noch kein Ende. Gut, dass ich überall diese Items noch finde. Hey, das war doch hier Clove Spray. Können wir mit denen reden? Aktiviere die KI. Künstliche Intelligenz aktiviert. Für wen verdammt haltet ihr euch? Verzeihung? Die Tiefsteinkrypta hat jahrhundertelang ohne Einmischung standgehalten. Und dann taucht euresgleichen aus dem Äther auf und zerstört meine Arbeit. Deine Arbeit? Bist du? Mehr als nur eine KI? In der Tat. Ich bin eine exakte Kopie des Bewusstseins von Clovis Bray, dem Ersten. Das dank der Eindringlinge in der Krypta geweckt wurde. Die Hüter waren keine Eindringlinge. Sie wollten die Krypta vor den Gefallenen schützen. Gefallene? Eine Spezies, die nach dem Untergang aufgetaucht ist. Der Untergang? Klingt, als hätte ich viel nachzuholen. Wenn das alles stimmt, was du sagst, sollte ich mich wohl bei euch und euren Leuten bedanken. Vielleicht könntet ihr so lange davon absehen, mein Lebenswerk weiter zu zerstören, okay? Ja klar, machen wir gerne. Okay, ein nice Gespräch mit Clovis Bray. Ah, schade, hier unten haben sie die Passage nicht mehr. Okay, aber das war ja auch nach Beyond Light, diese Passage. Okay. Ja, hat sich doch gelohnt, dort lang zu laufen. Hat mir ein kleines Gespräch mit Clovis Bray. Bisschen Lore erhalten. Haben jetzt erfahren, dass er von Gefallenen angegriffen wurde und die Hüter ihn beschützen wollten. Aber er halt alles missverstanden hat, weil er halt vieles nicht mehr erleben konnte. Ich habe gesehen, was Macht mit Eramis angestellt hat, aber vielleicht bist du anders. Vielleicht gibt es Hoffnung. Praxis. Er ist der Visionär, der für Eramis Technologie verantwortlich ist. Er entzieht der Dunkelheit Macht. Aber Varix wusste nichts von seinen Geheimnissen, seinen Experimenten.
Du musst herausfinden, wie er diese dunklen Waffen erschafft und ihn aufhalten. Varex ist überrascht und beeindruckt, dass es dir gelungen ist, Phylax zu besiegen. Er hält dich jetzt für fähig, die Stasis einzusetzen, ohne korrumpiert zu werden. Er erzählt dir von deinem nächsten Ziel, Praxis, dem Elixnir, der die Technologie erschuf, dank der das Haus der Lösung die Dunkelheit benutzen kann. Besiege ihn, um Eramis Pläne zu vereiteln. Varex glaubt, dass er mit den Vex experimentierte. Wenn du seine Experimente störst, kannst du vielleicht seine Aufmerksamkeit erregen. Finde heraus, was Praxis der Technokrat im Asteroidenabgrund plant. Aha, und hier können wir die nächste Ausrüstung bekommen, okay. Ja, nicht schlecht. Bray Extra Wissenschaft. Der, willst du mich verarschen? Und in der Ewigkeit. Ich war gerade bei Bray Tech und ich dachte, da ist nichts mehr, aber dann muss ich doch wieder dorthin, weil anscheinend doch da was ist. Und Ewigkeit, wo ist denn Ewigkeit? Ach, da. Okay, dann kümmern wir uns erstmal darum und in der nächsten Folge kümmern wir uns um Praxis. Dann werden wir die Praxis mal machen. Okay, dann ab wieder zu der Bray Exo Wissenschaftsforschungsgebiet. Uhu. Okay, irgendwo hier soll die Ewigkeit sein. Ich glaube nicht dort, wo wir letztes Mal lang gelaufen sind, wo ja Braytech ist. Sondern hier hinten. Ja, da ist sogar eine offene Tür. Hier können wir nämlich rein. Und hier soll eine Truhe sein. Ah ja, guck mal, hier können wir wieder so ein Teil öffnen. Gut, öffne die Scheiße mal. So, irgendwo ist hier eine Truhe. Eigentlich müsste die markiert sein. Aber kann auch sein, weil die so besonders ist, dass sie nicht markiert wird. Aber sie ist sehr einfach zu finden. Gut, da haben wir das erste schon mal. Ich sollte das vielleicht markieren. So. Ja, haben wir das erste. Gut, jetzt noch bei der Ewigkeit. Erstmal hier das Item mitnehmen. Gut, hier können wir auch noch mal entsiegeln. Wie hier alles hindern wollen, dass ich hier nicht durchkomme. Was ich irgendwie nicht verstehe, es gibt Wachen bei Braytech, aber überall sind die Gefallene. Komisch, dass die Gefallenen noch nicht mal Braytech gestürmt haben. Vielleicht sind die Bots so krass und haben Braytech so krass geschützt, dass die Gefallenen nicht mal in die Nähe kamen. Kann ja auch sein. Okay, mal gucken, ob ich hier den richtigen Weg gehe. Also bisher sieht es sehr eisig aus. Ewigkeit. Okay, wir sind richtig. Oh, hi, Leute. Einfach weiterlaufen. Irgendwo ist die Kiste. Ist aber viel zu ruhig, Alter. Keine Musik, nichts. Ist das da oben ein Boss? Nee. Irgendwo nur so eine fette Kugel. Das sieht irgendwie aus wie so ein Strike. Ja.
Wo ist die verdammte Musik, echt? Ich vermisse sie gerade. Ah, wenn man schon darüber redet, kommt die Musik. Endlich mal ein bisschen Mucke hier. Oh, schade, das wäre jetzt toll gewesen. So ein Triple Kill. Ah, hier ist die Kiste. Gut. Er wird zu Varix zurück. Ja, gleich. Ich will nur hier ein bisschen weitergehen. Kann sein, dass wir ja hier wieder zurückkommen. In einer Mission vielleicht, was weiß ich. Oder halt in besagten Raid. Raid. Genau. Wir gehen hier in Raid. Besagten Strike. Ist ja schon komisch, wenn das hier der Raid wäre. Aber es geht auf jeden Fall in dieser Erweiterung Raid. Leider kein Dungeon. Finde ich schade. Dafür gibt es die Exo-Quest. Systemladung erforderlich. Okay. Die, für die eine Waffe, die ich hier habe. Das Ding ist aber, diese Exo-Quest, die sind irgendwie jede Woche anders. Also, ich kann es euch gerade mal zeigen. Ihr könnt hier auf Legenden gehen und dann habt ihr hier die Exo-Quest. Zum Beispiel jetzt ist es die Exo-Quest von dem Toter Bote. Keine Ahnung, wie es nächste Woche ist. Ich hoffe, dass die Exo-Quest von Erzählung des Toten so schnell wie möglich wiederkommt. Weil ich will unbedingt die mit euch machen. Vielleicht produziere ich sie dann vor. Aber das ist halt mir ganz wichtig. Gut. Dann nochmal schnell zurück zu Varix und dann will ich auch den Part beenden. Ist mir Freund. Diese Rüstung wurde vor langer Zeit für die harten Bedingungen. Okay, das ist dasselbe, was da schon davor stand. Gut. 1770, gut, dass das alles über mein Level ist. Finde ich schön. Dass es direkt auf den höchsten Stand gebracht wird. Okay, Leute. Ja, euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wir schalten in der nächsten Folge Praxis aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.